Hallo, liebe Community. Wie ihr sehen könnt, bin ich gerade mit Rage Dragon LP hier bei bei LOL! Verdammt, sorry, es tut mir leid. Ja, ich Hallo. bin natürlich mal bei League of Legends. Ich war hier schon ewig nicht mehr. Hey, ihr seht, ich bin hier, vielleicht kennt ihr den Namen nicht, aber Nüffel. Ne, bin ich Nüffel, ne? Ja, da bin ich. Mit Drachenzähmer Lulu. Habe ich ewig nicht mehr gezockt. Und hier ist Killer Drache LP mit Jinx, jawohl. Die Ja. anderen kennen wir nicht, sind aber auch alle aus Deutschland, Ja. soweit wir das bekommen haben. Und irgendwie haben wir zwei Jungler. Wird mal, ich bin mal, ich habe, ja, ich kenne mich da überhaupt gar nicht aus, ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Also ich habe ja ewig nicht mehr gezockt. Ja, und dann gleich normal. Klar, hey, Herrgott nochmal, einfach ein bisschen Spaß haben. Ist ja kein Ranked Match, man reißt uns ja hier nicht einfach die. Nee, in einem Ranked kann ich noch gar nicht spielen. Ich bin erst Level 26 seit gestern. Ach so, okay, ja. Schauen wir mal, was hier heute abgeht. Es dauert hier gerade ewig, bis wir reinkommen. Ja, weil der Shaco ein Holzpizza hat. Ah, Shaco, ja, hier ist er. Hier übrigens der Clown hier, wenn man das so nennen mag. Narr, es ist einer von diesen Narren, Hofnarr. Und ich hoffe mal, die Top-Lane feedet nicht. Wer ist denn unsere Top-Lane? Ja, ich würde mal sagen, Nasus. Ansonsten haben wir ein kleines Problem. Weil Trinder wird durchpushen. Okay. Und ich hoffe deswegen, dass er sie den auch nicht feedet, weil Trinder gefeedet kriegst du nur noch zu fünft auseinander. Okay, das klingt sehr schrecklich. Ja, ich habe erst gestern gegen den Trinder gespielt. Da hatte ich allerdings Whirlwind, da war ich derjenige, der Toplane gespielt hat. Der hat mich sowas von auseinandergenommen von Anfang an. Ja, das dauert hier alles gerade irgendwie, wie wir sehen, ne? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ja, nur ein Ladebildschirm. Ja, man sieht auch gerade da unten, das rechts, das ist Shaco halt, in der Tat. Da sieht man auch, wie die Prozentos tickern. Alles. Ja, wir sind übrigens gerade in der, was habe ich gehört, in der nächsten Season von LOL, ja? Ja, Season 4. Season 4, es gibt auch neue Items, habe ich gerade mitbekommen, das ist echt spannend. Anscheinend haben jetzt Supporter so nochmal irgendwie so speziell ein paar Items dazu bekommen. Also von denen sie sich aber immer nur eins aussuchen können. Und es gibt so ein tolles Spy-Item irgendwie mit so einer blauen Kugel. Finde ich sehr interessant. Ja, das ist wie Hellsehen halt. Also es gibt ja den Beschwörerzauber Hellsehen. Und diese Weisheitskugel da ist eigentlich dasselbe. Halt nur als Gefällt mir sehr Item. gut. Ich spiele ja liebend gerne Supporter. Haben die da oben eigentlich einen Supporter? Die haben doch gar keinen, ne? Die haben Annie. Annie, 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 Annie. Ist die denn so supportativ? Also Annie spielt man entweder Mitte oder Support. Oh. Und Teemo kann man auf allen Lanes. Ich habe auch schon Teemo im Jungle gesehen. Ja, mit den Pilzen gehört er aber auch in den Wald. Ich sag mal so, Teemo im Jungle ist nicht gut. So, lieber Schako, ich hoffe mal, dass das jetzt gleich richtig läuft, ne? Denn wir sind hier bereits seit knapp 3 oder 4 Minuten, fast schon. Ja, ich hatte es aber auch schon mal, dass einer eine halbe Stunde gebraucht hat. Wahnsinn. Und es geht los, es geht los, ja, ich freue mich. Ja, ich bin immer noch im Loading Screen. Ja, ich auch, aber jetzt ist zumindest alles 100% bei uns Ja, hier. aber anscheinend noch nicht bei allen. Also die anderen Spieler sehen ihn vielleicht noch immer auf 97 oder so. Das wäre Das geht schrecklich. ja erst los, wenn er bei allen 100 hat. Ach du, holziges bisschen. Ja, wir sehen aber, dass unser Ping hier ganz stabil ist. Darüber kann man sich ja schon mal freuen. Ja, also mein Ping ist auch so 23. 23. Und es geht los. Ja, Wahrseherkugel, nicht alle Gegenstände. Ich möchte nämlich ganz gerne Speerlinse. Du kannst auch, wenn nach dem Spiel, kannst du mal auf dein Profil gehen und dann kannst du dir so Sets erstellen. Ach schön, ja, das ist natürlich eine gute Idee. Willkommen in der Kluft der Shaco beginnt beim Beschwörer. Blue, Chaos ne? anrichten. Shaco war doch Blue, ne? Warte ich jetzt nicht. Wo der anfängt. Jinx steht für Ich habe übrigens zwei Jinx. Kekse im Inventar. Das Ja, ist das mir. ist durch deine Masteries. Ja, genau, durch die Mastery habe ich mir nämlich einen Keks zukommen lassen. Anstelle alle meine Mana-Tränke, alle meine Heiltränke werden in Kekse umgewandelt. Ist das nicht geil? Lol.
Ja, genau. Wir sind mal wieder bei LOL. 30 Sekunden bis zum Erscheinen der Versammlung. Alter, wer will das wissen? Ja, liebe Community, ne? Jetzt wisst ihr alle, dass von Bogenzieher 57, 85 einen etwas Ascheko will Red machen, okay. Hilfe! Ja, ist gut, lass. Du bist mir voll egal. Ich muss hier mal eben noch ein bisschen stehen bleiben, dass die den Blue nicht invaden. Die Vasallen sind erschienen. Blöder Ohrwurm. Na, 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 na. Ach, blöder Ohrwurm. Alter, ich Wo wir gerade von Ohrwürmern reden, ich hau hier mal einen. Any support. Ja, Lulu jetzt ist. gerade, dass mein Gegner ein Ezreal ist. Für alle Smite-Spieler unter euch hier, Lulu ist übrigens ein Supporter, also so ein richtig reiner Supporter. Oder jetzt mittlerweile. Oh, jetzt hatte ich kurz einen Haker. Die kriegt halt dadurch, hier bei LOL ist so, dass ich als Supporter halt gar keinen Farm mehr hole. Und es gibt auch Masteries dazu, also wie soll ich sagen, wie so ein Skillbaum aus WoW. Der dafür sorgt, dass ich dennoch so ein bisschen was bekomme. Mist. Und ich bin halt Supporter, ich kann halt so ein Schild machen, wie ihr gerade gesehen habt, Ja, eventuell. der war auch gerade ganz gut. Hat mir nämlich schon viel Schaden abgehalten. Lass uns rumballern! Bonk! Ich mache nur so ein bisschen Damage hier auf die Gegner. Ich kann denen alle ein paar Sekunden wehtun und wenn ich das mache, kriege ich dafür Geld. Ist das nicht toll? Das ist auch so eine Mastery halt. Ja, es gibt auch ein Item dafür. Das ist das Blaue. Oh, die haben eine Duo Top. Ich will doch nur spielen. Das heißt, die haben keinen Jungler, oder wie? Die haben keinen Jungler. Oh, das ist natürlich für uns zum Vorteil in dem Moment. Das ist für den Nasus eigentlich relativ gut. Weil der Nasus halt dann Autsch! Das mit dem Level hat, aber der Nasus hat halt scheiße, der hat da oben zwei Tanks. Der hat da oben zwei Tanks. Irgendwann muss man sterben. Ach, Annie. Ja, bei Annie muss man aufpassen, die hat ja alle vier Fähigkeiten, so einen kleinen Stun, den man gerade gesehen hat. Ja. Und der tut auch relativ weh. Okay, ich bin fertig. Der STL. Die hat gleich den Stun wieder. Ja, wahrscheinlich. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Also wie ihr sehen könnt, mit der mit dem Hilfpix hier, also sie hat hier so einen kleinen Drachen dabei. Das ist normalerweise eine Fee, aber ich habe einen besonderen Skin. Da ist das ein kleiner, ziemlich verpeilt guckender Drache. Die schickt dann ihre Pixie halt zu einem Gegner und die macht da so einen tollen Schild rum. Bleib stehen! Zu ihrem Gegner. Zu ihrem Teamkameraden. Wäre noch schöner, wenn ein Gegner Schild ist. Wenn es so weit ist, ja. Macht man. Aber in der Tat, schickt man die auf Gegner, dann wird sie revealed halt. Das ist, dann kann man mit den Augen von denen hier praktisch sehen. Flauschibus, ja, habt ihr das gerade gesehen? Ich hab nur Mietenbus gehört. Genau, das ist nämlich meine Fähigkeit Nummer 2 mit dem Namen Laune. Auf Verbündete angewendet, werden die dadurch schneller im Laufen. Und auf Gegner verwandeln sie sich für ein paar Sekunden in so ein tolles. Ja, nee, die werden geslowt, glaube ich. Und kann keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Und sieht halt aus wie irgendein lustiges Ding. Also Laune passt da schon ganz schön. Fähigkeit Nummer 1 ist Glitterlanze, das heißt, Pix und ich schießen auf ein Ziel. Und wenn das Ziel getroffen wird, verliert das richtig Laufgeschwindigkeit. Und die Ult, das gibt es ja hier auch natürlich, ist Wildwuchs. Das lässt sich nur auf Freunde anwenden und die werden dann riesengroß, bekommen zusätzliche Leben. Und die Gegner um drumherum werden einmal hochgeworfen und hinterher verlangsamt. Ja, und ich habe keine Wards mehr, ich gehe mal eben zurück. Ja, die Leute, die bei mir relativ viel gucken, die werden ja wissen, was Jinx alles für Attacken hat. Und die bei... Wie heißt du jetzt? Wir sind Möbius Gaming, ich bin Leo Fair von Möbius Gaming. Hallo alle miteinander. Die bei Möbius Gaming schauen, die haben... Also denen kann ich das jetzt mal sagen.
Meine Passive ist zum Beispiel, dass ich schneller werde, wenn ich einen Kill bekomme oder halt einen Assist. Das geht sowohl bei Champion Kills als auch bei Tower Kills. Meine Q ist Waffenwechsel. Und das ist wortwörtlich zu nehmen. Weil ihr seht ja, ich habe hier so eine kleine Gatling Gun und wenn ich dann die Q einmal aktiviere, habe ich so einen Raketenwerfer. Der Raketenwerfer kostet natürlich Mana. Na, du kannst auch gerne gleich erstmal ganz kurz zurückgehen. Du kannst auch gerne erstmal gleich kurz zurückgehen. Reaktionsfleisch. So, dann habe ich noch meine W, das ist Brissel. Und zwar ist das dieser schöne Skillshot, den ihr öfters mal gesehen habt, eben. Den ich zum Beispiel auf die Annie gemacht habe ab und zu. Der slowt die Gegner und deckt halt auf. Ich brauche wirklich eine neue. Dann meine E ist Flammenfresser. Habt ihr gleich am Anfang schon gesehen, als ich das in die Büsche reingeschmissen habe. Wenn die Gegner reinlaufen, werden sie festgehalten. Und kriegen halt nach 1,5 Sekunden 190 Schaden. Und meine Ulti ist eine super mega Todesrakete. Die sieht wirklich toll aus. Ja, macht auch nicht gerade wenig Schaden. Bam! Da ist sie zu spät weggelaufen. Da habt ihr gerade meine E nochmal gesehen? Ja, ist egal. Hauptsache Ward, ne? Ja, so ungefähr. Ich habe gerade die Münze übrigens abgegradet und sterben jetzt Minions bei mir in der Umgebung, kriege ich dafür Geld. Das ist ziemlich geil. Das kriegst du auch schon bei der Münze selber. Du kriegst halt nur noch ein bisschen mehr Geld bei dem Upgrade. Bei dem Upgrade kriegst du 4 Gold und normal kriegst du 2 Gold. Was soll schon schief gehen? Das weiß ich vor allen Dingen, weil ich auch in Bot Games öfters mal Support spiele, weil mein Main ist eigentlich ADC. Merkt man ja wahrscheinlich. Ups. Ja, ist egal. Solange wie der Tower ist nicht getötet. Ja, Telefon als Maul. Ja, jetzt Kameraeinstellung bitte. Danke. Dieses Eichhörnchen kommt mir bekannt vor. Dieses Eichhörnchen kommt mir bekannt vor. Hat das Lüge gerade gesagt oder was? Ja. Lü. Da wollte sie mich gerade unbedingt tot sehen, das war auch ja, bisschen. Das war ihre Ulti. Mich will sie auch unbedingt tot sehen. Schau her! Gegner getötet. Wenn ich schon sterbe, dann nehme ich sie mit. Gegnerische Doppeltötung. Hingerichtet. Wenn ich schon sterbe, dann nehme ich sie mit. Ich werde mir in der Tat mal Merkurs Schuhe kaufen. Ich glaube, das ist eher ein bisschen ungewöhnlich normalerweise, aber wegen Magieresistenz, vielleicht macht das ja Sinn. Merkurs Schuhe hat Magie Durchdringung. Aber nur die besten Absichten. Zähigkeit verringert die Wirkungsdauer von bla bla bla, verbesserte Bewegung 45. Nee, Magieresistenz. Merkurs, warte mal kurz. Merkurs Schuhe, ja, Magieresistenz. Welche waren das? Die Magiedurchdringung waren die Zauberer. Frag mich, ob ich zuhöre. Spoiler, ich höre nicht zu. Die Zaubererschuhe waren. Dieses Eichhörnchen kommt mir bekannt vor. Ich hätte noch Wards mitnehmen müssen, Verzeihung. Ich gehe kurz welche holen. Und draußen. Obwohl doch. Na doch, ich bin ein bisschen vorsichtiger. Im Normal Game brauchen wir welche, das stimmt. Ein Gegner wurde getötet. Obwohl ich hauptsächlich mit dem Supporter spiele, der nie welche aufstellt. Okay. Und deshalb bin ich es gewohnt mit, braucht man nicht. Nee, das muss schon irgendwie ein bisschen. Ja. Ich fackle nicht lange, ich fackle alles ab. Aber das Schöne ist, dadurch, dass die eigentlich keinen Jungler haben, können wir hier unten eigentlich schön pushen und Angst vor haben. Das ist richtig. Die einzige Angst, die wir haben müssen, ist, dass die Top-Laner ganken können. Ja, deswegen. Ich werde aber dennoch mal hier. Flup! Ward. Die hat ja nicht Toppelstand. Okay, ich bin fertig.
Schau her, genau. Die Ulti macht einen Damage, ne? Bam! In your face! Terminiert. Komm weg. Oh nein. Trinder kriegt Kill. Bitte nicht. Bleib stehen. Ich versuche. Bitte lass den Trinder keine Kills kriegen. Ja, aua. Der haut 5 von uns alleine weg. Ein Gegner wurde. Brauchen wir das Team nicht hier. Wenn wir zu 5 auf ihn draufgehen, kriegt er. Die wird gleich ulten. Ja, stimmt, Annie hat ihre. Deswegen zieh dich bitte mal ein bisschen zurück. Obwohl, lass wenn mal. Die schlau ist, dann macht die ihre Ulti erst, wenn sie ihren Stand hat. Ja, in die Richtung wird's nämlich gehen und dann bist du tot, weil du hast gerade 500 Leben, kann das sein? 600. Euer Team hat einen Turm zerstört. Der Ulti macht leider ein bisschen mehr Schaden als die. Was, wenn ich eine Waffe. Pass auf! Sorry. Ja, da kann ich nichts machen. Das ist halt hier ein bisschen hohl, muss ich sagen. Du kannst Leute mit 2 Skills one-hitten. Oder mit 2 Sachen wirklich wegbashen. Wobei das vielleicht sogar ein bisschen mehr gewesen ist. Israel hat meinen Kill bekommen. 164 Schaden, Tibbers beschwören, Auflösung, normaler Angriff. Das ist schon, finde ich schon ein bisschen crazy, okay. Egal. Ja. Aber halt der Stun. Der Stun. Und dann Tibbers, das macht den Schaden. Der Gegner hat deshalb, einen Turm Leute, zerstört. Wenn ihr Annie spielt, dann nur, wenn ihr den Stun ready habt, die Ulti. Ansonsten ist der Tibbers sinnlos. Ich pflanze mal hier noch ein Wort. Jinx steht für Jinx. Diese Trolling Garen, was macht denn der? Ach, was Leute so als Trollen immer ansehen, das ist so völlig hanebüchen. Nee, der baut Scheiße. Der baut einfach nur Scheiße, deswegen. Nein, wirklich? Schreien bringt dir gar nichts. Garen müsste auf Tank bauen, er baut aber auf Angriff. Okay, da haben sie ein Wort drin. Naja, das sind ja schon Tankschuhe halt, ne? Das, vielleicht reicht ihm das ja. Verschwendung. Nasus macht nicht so viel magische. Ein Verbündeter. Ich glaube, der macht getötet. Nicht so viel magischen, der macht mehr Angriff. Ein Gegner verfällt. Obwohl sein Verdorben halt. Wann muss er sterben? Low Evil. Lol, was war das jetzt für ein Dash? Da habt ihr gerade einen Pay-Dash von Ezreal gesehen, Leute. Also der Ezreal, der kann nicht viel. Wenn die Annie nicht wäre, dann könnte er nichts. Oh, was? Die hat schon wieder Tibbers! Das ist Bonusleben, jetzt hast du die Beine in die Hand nimmst. Bitte laufen. Ja. Egal, lass uns rumballern. Alter, vor allen Dingen, die gehen komplett aufs Ganze. Das irritiert mich gerade ein bisschen. Vor allen Dingen die Annie spielt übrigens Akro, ne? Ja, ich kann alleine diesen Turm nicht wirklich verteidigen, aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Ja, ich bin schon wieder unterwegs. Ich hab einfach mal gesagt, wir brauchen Hilfe und leider ist auch schon auf dem Weg. Ah, die Annie! Ein Verbündeter wurde getötet. Die Annie. Blutrausch. Gut. Gut, hier der Malzahar ist. Er hat einen Gegner getötet. Da nützt ihm auch sein Ignite nix. Was, wenn ich eine Waffe hätte, komm, die Waffen schießt? Ja, wenn Malzahar den gegnerischen Dings hat, den Timo, dann ist der weg. Langweil mich nicht. Essen wir echt mal einen Keks. Und trinken mal einen Mana-Trank. Na, und ich mach mal Heiltrank an. Letzte Worte. Hilfe! Die Minions verfolgen mich. Ich gehe mal ganz kurz zurück in die Base und grade so ein bisschen Gedöns ab. Jo. Runter! Spaß, das bringt nichts. Wäh, stopp, falsche Richtung. So rum. Geht nach Höhen, ja. Ich hab das aus Versehen absichtlich gemacht. Auch terminiert.
Yay! Was, terminiert? Scheiße, drin hat 4 Kills. Ich bin verrückt. Scheiße. Lauftempo, Stiefel nicht, sondern ich wollte nämlich Augen mitnehmen. Und hier ist gerade eine Ellie. Hui! Miep, miep. Das gehört zum Ihr wurdet getötet. Kam der Ezreal von hinten. Oh Mann, ey. Aber bei Pink Wards musst du aufpassen, die können die Gegner inzwischen sehen. Okay, gut zu wissen. Pink Wards sind, aber dafür stehen die permanent, wenn die Gegner sie nicht umhauen. Ach, gut zu wissen. Ich fackle nicht lange, ich fackle alles ab. Wie viel Leben hat drin da? Full Life. Lohnt sich nicht, Joel. Wenn er drin da hätte, so sag ich mal 100 Leben hätte, dann hätte Joel die drauf gehauen. Okay, hier unten sind die Gegner. Ja. Leute, die wartet da extra. Der Skill hat den zwar daneben, aber zumindest sind wir da auch. Yay, Eddie! Lauf rein in den Stun! Vergessen, ihr habt einen Gegner getötet. Panik! Das war eine schöne Ulti-Kombi. Malsa Ulti, Jinx Ulti, Jinx Auto-Attack, Gegner tot. Ah, sehr gut. Das macht auch richtig Damage. Ja, vor allen Dingen Malsa's Ulti ist ein Disable. 10. Ah, okay. Das heißt, die konnte nichts mehr machen. Die konnte noch nicht mal mehr laufen. Ein Verbündeter wurde getötet. Ah, da hat man gerade Dings gesehen. LOL! Was? Wieso ist das? Terminiert. Ja, komm, arriba, arriba! Arriba, arriba! Ich hab ihn geslowt. Ja, aber den kriegen wir nicht. Der ist zu mobil. Dann müssen wir ihn demobilisieren. Ja, aber für mich ist er zu mobil. Ich hab ja kein Dash. Da bräuchte ich einen Quake mit dem Dash. Oder selber ein Ezreal. Aber der weiß zumindest mal, was ausweichen heißt. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Leider hat. Gründer. So, da ist ein Timo. Ein Verbündeter wurde getötet. Ein Gegner Timo wurde getötet. Möblibus! Mittibut. Der mit seiner W, deswegen ist er jetzt davon gekommen. Warum gehst du nicht kurz back to base? Bye bye. Weil ich eigentlich den Timo mit der Ulti treffen wollte. Aber leider hat Ezra sehr abgefahren. Ich sei verrückt. Du solltest meine Schwester sehen. Hätte Ezra ja. Die... Was? Alter, ich... Alter, drücken vor allen Dingen mit T. Rechtschreibung for the win. Not. Ich gehe ganz kurz back to base. Dauert nicht lange. Ja, ich bin ja auch gerade back. Ein Gegner wurde getötet. So, jetzt kaufe ich mir mal die Schuhe da. Egal, lass uns rumballern. Egal, lass uns rumballern. Ezreal fehlt. Sehr gut. Nee, eigentlich nicht. Warte. Gut. Ich sag gleich was. Weil ich nicht weiß, cool wo er ist und seine Ulti Global ist, aber er hat seine Ulti ja verhauen. Lülülü, Wards. Im Zweifelsfall ein Ward. Wenn ich S drücke, hört übrigens auch mein Char auf, von selber aus Auto-Attacks zu machen. Dann steht er nur rum und guckt so ein bisschen. Ja, man hört hier vielleicht die ganze Zeit meinen Maus geklickelt. Bleib stehen! Versuch dich zu erschießen. Zumindest bei mir in der Aufnahme könnte das gut sein, weil mein Mikro gerade mal ungefähr 20 cm von der Maus weg ist. Okay. Ganz besonders schlimm ist es dann, wenn ich mal auf meine Tastatur hämmer wie sonst. Jetzt hatte ich gerade einen kleinen Frame Drop. Ja,
ich habe hier durchschnittlich so 18, 17 Frames. Mit Aufnahme natürlich. Ohne Aufnahme habe ich konstante 30. Kommt aber auch immer drauf an, welchen Charakter ich spiele. Mhm. Also mit Karma habe ich auch manchmal mehr als 30. Oh. Ja, Karma, die neue, finde ich auch ganz hervorragend. Ein ganz großartiger Charakter. Ja, das heißt neu. Also für mich ist das ein neuer Charakter. Der wahrscheinlich schon weit über ein Jahr alt. Vielleicht sogar anderthalb oder zwei. Es gab ja dieses Rework von Karma. Okay. Es gibt jetzt inzwischen auch ein Remake von Master Yi. Es könnte vielleicht sein, dass die uns den Rücken fallen. Umso besser wäre es, wenn wir diesen Turm gleich weg haben. Wenn der Trinner runterkommt, haben wir ein Problem. Wobei, Trinner macht Mitte. Los jetzt hier. Pushen. Arriba, arriba. Ich habe nur die besten Absichten. Also, man sieht hinter uns, wir haben keine Wards gerade hinter uns. Das ist eher ungünstig. Ja, aufgeben? Nein. Der findet Lilla. Wir haben gerade den Turm unten für die geklärt. Also, aber wir sollten uns wirklich zurückziehen. Ich habe ernste Bedenken. Bitte lass uns zurückgehen. Ja, Moment, ich will den Tower hier noch ein bisschen. Bitte schauen. Lass uns zurückgehen, wir sind alleine in der Botlane. Ja, frag mich, ob ich zuhöre. Spoiler, ich höre nicht zu. Ich hoffe, du schaffst es noch zu entkommen. Nein, Triller. Genau das meinte ich, deswegen siehst du, dass du noch wegkommst. Ein Gegner verfällt in Blutrausch. Ja, es wäre eventuell meine Aufgabe gewesen, dich da noch wegzukriegen. Das Problem war jetzt der Trinder. Wenn der Trinder nicht da gewesen wäre, wäre ich auf jeden Fall weggekommen. Mhm. Trinder macht so arsch viel Schaden, vor allen Dingen der ist gefeedet. Wie viele Kills hat der Trinder? 7, 2, 4. Das kannst du vergessen gegen den. Ein Verbündeter wurde getötet. Den kriegst du nicht mehr platt, den Trinder. Yay, Tibbers, scheiße. Und wenn, dann kriegst du den ein Gegner wird zum Berserker. Ein Verbündeter. Wir ziehen uns mal zurück zur Base. Ich brauche wirklich eine neue Waffe. Wir bräuchten Toplane. Dann gehen wir da jetzt mal ganz kurz hin und deffen das. Obwohl Mitte wird gerade ein bisschen besser, ne? Dann geh doch ganz kurz in die Toplane und feede dich voll. Da ist auch so viel Gedingsel. Ich kann hier eine Sekunde, halte ich ja auch aus. Jedenfalls bilde ich mir. Sobald der Trinder einmal auf dich losgeht, bist du instant weg. Beine, guck mal, was er für ein Deckspeed hat. Der Gegner hat einen Turm. Nur kann ich ihn komplett disable. Der Gegner ist nicht aufzuhalten. Er macht dafür ein bisschen zu viel Schaden. Er gefiedelt wurde. Und er mit seiner Ulti macht besonders viel Schaden. Ja, aber jetzt ist er auch tot, weil er ein Depp ist und hier alleine rumläuft. Also, weg ist er. So, und gleich sind 15 Sekunden, dann ist zwar der Inhibitor weg, die beiden Türme stehen aber in 15 Sekunden noch. 9, 8, 7, 6, 5. Siehste, ich bin da. So, Verwandlibus, weg sind sie. Ich glaube, die haben mehr Angst vor dir als vor mir. Zu Recht. Lulu ist brandgefährlich. Du bist mir voll geflogen. So, jetzt müssen wir nur ganz kurz hier ein bisschen deffen. Ja, was heißt ein bisschen? Wir müssen unbedingt Trinder nochmal ausschalten. Und dann könnten wir eigentlich zu Tode pushen bei denen. Es muss nur der Trinder sterben. Die Botlane, bitte dir kurz deffen. Hier ist eine Annie. Ist nicht sowas wie Malzahar eigentlich perfekt gegen Trinder mehr? Ich hab mit Malzahar noch nie gegen Trinder gespielt. Die ist nicht aufzuhalten. Sorry, ich hab nicht richtig aufgepasst. Da wollte ich den Timo haben. Ja, komm. Dann gehen wir halt. Okay. Liebe Community, aber vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Verloren.